Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute ist Mittwoch und am Mittwoch schauen wir uns immer die allgemeine Wochentendenz an, also bis am kommenden Mittwoch, wie die Energien so sind, was auf uns zukommt im Allgemeinen, was wichtig sein könnte. Und ja, dazu habe ich heute mal die Karten habe ich schon länger, habe mir gedacht, heute ist das sehr, sehr stimmig. Die Opalia Lichtkarten habe ich hier heute verwendet. Das sind hier diese drei Karten. Da schauen wir uns die Energien an und dann jeweils eine Karte aus dem Kartendeck der Zauber der Meerjungfrauen und Delfine. Da bekommen wir zusätzlich noch eine Botschaft für die kommende Woche. Das ist eine allgemeine Tendenz. Es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Es kann für dich Hinweise geben. Es kann ja sein, dass du ja vielleicht daraus deine Schlüsse ziehst, deine Botschaften ziehst für deine Situation. Es kann aber auch sein, dass du diese Woche durch dieses Orakel keine Botschaft bekommen sollst, denn das sind ja allgemeine Energien und es kann eben auf dich zutreffen, muss aber nicht. Wir legen hier kein Thema fest. Wir schauen uns einfach die Wochentendenz an, welcher Lebensbereich sich in den Karten zeigt. Ja, ihr habt die Möglichkeit, euch jetzt für einen dieser drei Energiekugeln zu entscheiden. Natürlich habe ich euch die Energiekugeln, die Karten in der Infobox verlinkt, wenn euch diese Kugeln gefallen, wenn euch diese Karten gefallen. Habe ich euch alles in der Infobox verlinkt, wenn ihr euch diese Karten oder die Kugeln gerne zulegen möchtet. Jetzt beginne ich gleich mit der ersten Kugel und da schauen wir uns jetzt mal die Opalia Lichtkarten an. Und zwar die erste Karte, das ist die Karte Nummer 3 und das ist sozusagen die Fragestellerin oder in dem Fall auch der Fragesteller, das ist hier quasi die weibliche Hauptperson in der privaten Beratung. Hier in der Allgemeinen kann das jetzt dich oder deinen Gegenüber repräsentieren. Das ist einfach ja eine sehr herzliche Person. Dann haben wir noch die Karte Nummer 8. Und hier geht es um das Selbstbild. Man sieht ja hier, wie diese Frau sich quasi ja, im Spiegelbild betrachtet. Es geht um das Selbstwertgefühl, es geht um das eigene Selbstbild, vielleicht auch hier wirklich um dein Selbstbild, denn hier ist ja die Hauptpersonenkarte gefallen. Und dann haben wir noch die Karte Nummer 14. Und hier geht es um Geduld, hier geht es um einen längeren Weg, etwas braucht noch Zeit, ja, denn eine Schnecke ist ja ziemlich langsam und man sieht hier diese Wege und hier geht es einfach darum, wenn man diese drei Karten miteinander kombiniert. Es geht also hier um dein Selbstwertgefühl, um dein Selbstvertrauen. Die Karte Nummer 8 in diesem Kartendeck steht auch für partnerschaftliche Dinge. Ja, also hier haben wir jetzt nicht Arbeit oder Finanzen, sondern es geht hier um die partnerschaftlichen Dinge. Da brauchst du einfach in einer Situation Geduld. Ein langer Weg ist hier quasi noch gekennzeichnet, denn man sieht hier oben ja das Ziel. Und bis dorthin ist es offensichtlich noch ein langer Weg. Entweder hast du partnerschaftliche Schwierigkeiten, wo du noch sehr viel Geduld auch aufbringen musst. Ja, dass Geduld hier quasi nicht so recht deine Stärke ist. Oder es geht hier darum, um den Selbstwert, um dein eigenes Selbstvertrauen. Ja, dass du vielleicht diese Woche beginnst, an deinem Selbstwert auch zu arbeiten. Aber da ist natürlich auch Geduld gefragt. Ja, denn Selbstwert oder Selbstvertrauen, wenn man das nicht so stark hat, ist natürlich ein langer Weg, wieder in Selbstvertrauen zu gehen. Ja, und auch hier kann man sagen, das Ziel wirst du erreichen, aber du solltest hier auch geduldiger mit dir sein,
Denn hier ist offensichtlich noch ein längerer Weg vor dir. Entweder jetzt partnerschaftlich, egal um welche Situation es sich jetzt handelt, mit dem Wunschpartner, mit dem Partner, vielleicht bist du Single und möchtest gerne jemanden kennenlernen, aber bist irgendwie auch im Selbstzweifel, dann möchte dir die Karte der Schnecke eben auch sagen, du brauchst einfach noch Zeit, habe Geduld und du bist auf dem richtigen Weg. Ja, nur das Ganze braucht einfach noch seine Zeit und das wirst du vielleicht bekommst du eben jetzt durch dieses Orakel deine Botschaft. Ja, wenn du schon lange darüber nachdenkst, Geduld ist natürlich nicht jedermanns Stärke, oder aber du kannst jetzt noch nicht viel damit anfangen und es kommen vielleicht partnerschaftliche Dinge auf dich zu, wo du dir vielleicht dann wieder diese Kartenlegung ins Gedächtnis rufst und einfach auch hier auf dem Weg bleibst, auf dem du jetzt bist und einfach noch geduldiger wirst. Ja, also hier mit diesen drei Karten haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die partnerschaftliche Ebene, die Liebe oder eben das Selbstvertrauen, den Selbstwert. Aber ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich würde sagen, man kann schon dieses Selbstvertrauen natürlich in die Deutung der Partnerschaft mit einbeziehen. Ja, also das eine schließt das andere ja nicht aus. Es kann natürlich sein, dass du in der Partnerschaft zum Beispiel vollkommen zufrieden bist, ja, aber du haderst mit dir noch ein bisschen, ja, mit dir und deiner Person. Dann ist hier natürlich das Selbstwert und für dich das Hauptthema sozusagen diese Woche. Schauen wir uns die Botschaften der Meerjungfrauen an. Selbstwert. Wisse, dass es dir zusteht, auf jede Weise Gutes zu empfangen. Ich bin geflasht und ich muss immer wieder dazu sagen, ich lege die Karten nicht so aus. Ja, ich mische sie, ich lege sie hin, umgedreht, weil ich mich auch immer für einen Stapel quasi entscheide. Und das ist sehr interessant, wie hier die Karten wirklich miteinander sprechen und eine Aussage geben. Und die Karte des Selbstwerts hat genau eben mit dieser Karte etwas zu tun. Ja, Selbstwert, Selbstvertrauen. Es steht dir zu, Gutes zu empfangen. Du bist es wert, Gutes zu empfangen. Viele glauben, ich bin nicht gut genug, ich bin nichts wert. Ja, vergiss diesen Gedanken. Klar, wenn man das vielleicht von der Kindheit irgendwie so mitbekommen hat oder immer wieder auch denkt, man ist nichts wert, dann braucht man einfach hier auch Geduld, bis man diesen Glaubenssatz umgewandelt hat in den Glaubenssatz, wisse, dass es dir zusteht, auf jede Weise Gutes zu empfangen. Ja, du bist aber auf dem richtigen Weg, habe mit dir Geduld und geh mit dir nicht so hart ins Gericht, denn du oder es steht dir einfach zu, auf jeder Weise Gutes zu empfangen, weil du es einfach auch wert bist. Also sehr, sehr interessant. Also ich glaube fast, dass es hier weniger um den partnerschaftlichen Bereich geht, sondern eben wirklich um das Thema Selbstwert diese Woche. Sehr, sehr interessant. Schauen wir uns den mittleren Stapel an. Hier haben wir die Karte Nummer 31. Und hier geht es um die Disharmonie, um ja die innere Balance, die nicht gegeben ist, um Kummer, um Sorgen. Ja, also hier geht es jetzt nicht um eine körperliche Krankheit. Wir Kartenleger dürfen ja diesbezüglich nichts sagen. Hier geht es aber um, wie gesagt, die innere Harmonie, die Seele. Ja, vielleicht fühlst du dich ein bisschen abgeschlagen, traurig, energielos. Ja, das sagt eben hier die Karte Nummer 31. Dann haben wir die Karte Nummer 21. Und das ist der Geldbaum. Hier geht es auf der einen Seite um das Geld. Auf der anderen Seite geht es auch darum, um die innere Sicherheit. Ja, nicht nur um die materielle, um die finanzielle Sicherheit, sondern auch um die eigene innere Sicherheit. Ja, vielleicht hast du ein bisschen Geldschwierigkeiten. Das wirkt sich natürlich auch auf die Seelenebene aus. Ja, wenn es Geldschwierigkeiten
gibt. Wenn es das nicht gibt, sagt eben der Geldbaum auch, die Sicherheit, die seelische Sicherheit, die innere Sicherheit scheint bei dir momentan ein bisschen zu kranken, also dass du ja, dich einfach nicht sicher fühlst, ja, dass du vielleicht das Gefühl hast, du gehörst nicht hierher, du bist traurig, aus welchem Grund auch immer. Kann natürlich Geldthemen sein, kann aber auch jedes andere Thema sein. Und dann haben wir noch die Karte Nummer 23. Und hier geht es um einen geringen Sieg. Ja, diese Person steht hier quasi auf dem dritten Platz. Das ist ja auch ein Sieg, aber eben ein geringerer Sieg als wie auf dem ersten Platz. Das heißt, du wirst diese Schwierigkeiten auf Seelenebene oder natürlich auch auf finanzieller Ebene, wenn das bei dir Thema ist, wirst du diese Woche überstehen. Nicht so, wie du dir das vielleicht gewünscht hast. Man wünscht sich ja den ersten Platz. Aber dennoch einen Sieg wirst du einfahren, einen kleineren Sieg. Ja, und ich denke, mit dem kann man auch zufrieden sein. Das heißt, wenn du diese Woche finanzielle Schwierigkeiten hast, vielleicht wenn du das schon länger hast, kannst du diese Woche mit einem kleinen Sieg rechnen. Du solltest hier schon auch ja, damit rechnen, dass das nicht so groß ausfallen wird, vielleicht nicht so, wie du dir das erwünscht hast, aber dennoch ein Sieg. Solltest du keine finanziellen Schwierigkeiten haben, bedeutet das eben die Seelenebene, ja, dass du dich wieder aufraffst, um zu schauen, dass es dir wieder besser geht, ja. Und das ist natürlich auch für dich sehr, sehr wichtig. Also auch hier kann man jetzt sagen, entweder Geldschwierigkeiten, die dich ein bisschen krank machen, sozusagen in Form von Traurigkeit, Abgeschlagenheit, Nachdenken, Grübeln, ja. Und dann wirst du diese Woche einen kleinen Sieg erringen in dieser Situation oder eben auf Seelenebene. Aber auch hier, so wie in diesem Bereich schon gesagt, das eine schließt dir das andere nicht aus. Wenn man Geldprobleme hat, denkt man immer wieder nach, man macht sich Sorgen und das schlägt sich auch auf das Gemüt. Ja, also egal um was es sich jetzt hier bei dir handelt, es wird diese Woche ein kleiner Erfolg für dich werden. Rechne aber damit, dass du vielleicht mit Abschlägen zu tun haben wirst und vielleicht nicht die optimale Lösung kommen wird, die du dir erwünscht hast, aber dennoch ein kleiner Erfolg. Schauen wir uns deine Karte der Meerjungfrauen an und hier haben wir große Träume. Denke dich nicht klein, stell dir vor, wie du erfolgreich bist. Und auch diese Karte passt wieder sehr gut zu den anderen dreien. Ja, du hast Träume. Nicht nur finanzielle, sondern auch andere Träume, ja? Und du sollst dich auch nicht klein denken. Stell dir einfach vor, wie du erfolgreich bist, wie du erfolgreich diese schwierige Situation, egal ob es finanzielle oder seelische schwierige Situationen, wie du das erfolgreich meisterst und du wirst es dann erfolgreich meistern. Mache dich selber nicht kleiner, als du bist. Ja, du kannst deine Träume leben und das ist ja auch so, dass es ja auch dein Recht ist. Wenn du immer wieder denkst, ich komme aus dieser Situation nicht raus, das ist alles so schwierig und alles Mögliche, dann wirst du auch nicht rauskommen. Das ist ja auch das Gesetz der Resonanz. Du ziehst ja das an, was du aussendest. Und wenn du immer wieder aussendest, du kommst aus dieser Situation nicht raus, dann wirst du auch nicht rauskommen. Wenn du hier umdenkst, dich nicht kleiner machst, als du bist und dir vorstellst, dass du aus dieser Situation erfolgreich rausgehst, dann wirst du auch aus dieser Situation erfolgreich rausgehen. Ja, das ist immer, also die Gedanken machen oft wirklich unsere Zukunft. Das ist eben jetzt deine Botschaft. Jetzt schauen wir uns noch den letzten Stapel an. Und hier haben wir die Karte Nummer 32. Und diese Karte sagt eigentlich schon sehr, sehr viel aus. Hier geht es um die Traurigkeit, um das Aufarbeiten alter Kindheitserinnerungen. Diese Karte steht aber auch für das Loslassen. Dann haben wir noch die Karte Nummer 22, das Geschenk. Und hier geht es um die Freude, um die Lebensfreude und natürlich auch um eine Überraschung. Und dann haben wir hier noch die Karte Nummer 9.
Hier geht es um verbindliche Verabredungen, um alles, was verbindlich ist. Man sieht ja hier diesen Vertrag unter Anführungszeichen, der verbindlich ist. Ja, und an das sollte sich jeder der Beteiligten in dieser Situation halten. Ja, also wenn du, das kann man jetzt beruflich sehen. Ja, dass das hier eine berufliche Situation ist, wo beide aufgefordert werden, sich dran zu halten. Vielleicht glaubst du schon gar nicht mehr, dass zum Beispiel dein Geschäftspartner, dein Kunde sich daran hält und wirst vielleicht diese Woche überrascht, hast dir vielleicht sehr viele Sorgen gemacht und hattest Kummer deswegen. Ja, aber da wird man sich eben dran halten. Wenn es hier jetzt um Liebesthemen geht, ebenfalls, ja. Da kann es vielleicht zu Verabredungen diese Woche kommen, die ganz überraschend kommen werden, wo ihr beide euch daran halten werdet. Also das ist für mich immer so ein Zeichen, ja, wenn man auf etwas wartet von jemand anderen, ja, sei es jetzt berufliche Verträge, sei es private Treffen, egal um was es sich hier handelt, ist das immer ein Ja, dass sich alle daran Beteiligten daran halten werden. Und das wird für dich auch eine große Überraschung sein. Es gilt für dich hier loszulassen, diese Traurigkeit. Ja, vielleicht machst du dir bezüglich einer Situation viel zu viele Sorgen, viel zu viele Gedanken. Du wirst diesbezüglich eine Überraschung bekommen. Und egal um welche Verbindlichkeit es sich handelt, beruflich oder privat, wie gesagt, jeder der Beteiligten wird sich daran halten. Und das ist für dich dann im Endeffekt wirklich wie ein Geschenk und du kannst hier diese Traurigkeit loslassen. Schauen wir uns dann noch deine Meerjungfrauenkarte an. Brich aus, probiere Neues aus, um zu wachsen und zu lernen. Und das passt wieder 100% auf die erste Karte des Loslassens. Lass diese Traurigkeit los, brich aus, probiere Neues, um zu wachsen und zu lernen. Ja, die Traurigkeit ist hier in dieser Situation, egal um welche es sich hier handelt, nicht notwendig. Ja, lass alte Themen los. Vielleicht geht es hier auch um Kindheitsthemen, die immer wieder auch hochkommen. Vielleicht hattest du in der Kindheit, war jemand nicht so verbindlich zu dir, dass du eben jetzt niemanden traust oder vertraust, dass jemand verbindlich sein kann. Dann lass diese alten Kindheitsthemen los, brich aus, lass die Traurigkeit los und dann wirst du Neues auch ausprobieren wollen und daran wachsen und auch daraus lernen. Ja, egal ob das jetzt Kindheitsthemen sind, die hochkommen, wo es um Verbindlichkeiten geht. Vielleicht hat man dir als Kind immer wieder etwas versprochen und nicht gehalten. Und jetzt im Erwachsenenleben, wenn dir jemand verspricht, zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Wunschpartner, er wird sich melden und du vielleicht immer wieder Angst hast, das will er ja doch nicht machen, weil es in der Vergangenheit immer so war. Man hat mir immer versprochen und nicht gehalten. Lass dieses alte Thema los. Ja, da kommt auf jeden Fall hier etwas auf dich zu. Man wird sich daran halten. Brich aus diesen alten Mustern aus und du wirst neue Dinge erleben, die du so noch nicht gekannt hast. Ja, und wirst eben auch hier daraus lernen. Das wird also hier diese Woche dein Thema sein. Ich hoffe, meine Lieben, euch hat dieses Orakel gefallen. Sehr, sehr schöne Botschaften für die kommende Woche. Vielleicht konnte es dem einen oder anderen helfen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn sehr viele daraus ihre Schlüsse ziehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Freue mich natürlich auf die nächsten Orakel. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Gute. Tschüss!